In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade den letzten Vlog beendet und fange jetzt direkt mit dem nächsten Vlog an. Ja, ich muss hier aufräumen. Audel ist gerade aufgewacht. Wir gehen gleich in die Arkaden. Ein paar dicke Socken kaufen. Glamour Shopping Week. Mal schauen, was wir finden. Aber ich finde, das lohnt sich meistens gar nicht. Mal schauen. Ja, sonst geht es mir gut. Ich weiß immer noch nicht, in welcher Woche ich jetzt bin. 33 oder 34, keine Ahnung. Ich glaube, 33 müsste das sein. So schnell geht es dann doch auch nicht, ne? Ja, ich räume jetzt auf jeden Fall hier das Bett auf. Und dann wollte ich auch direkt mich fertig machen und los, weil Audel muss gleich weg. Also um 17 Uhr, aber ihr wisst, die Zeit rast so schnell, wenn man rausgeht und einkaufen geht oder sonst was. Deswegen räume ich jetzt hier auf und danach gucken wir mal, wo es gleich hingeht. Oh, oh, girl, you should wear a name tag. Oh, 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 oh. You should wear a name tag, yeah, yeah, yeah. Whoa, let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you, who saw me first? I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Lose control of myself, can't find you anywhere. Trying for too long, I give up, I'm out of luck. Been looking everywhere, it doesn't make sense, no. So bring it back, 'cause I need you on the dance floor. 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end. Hi ihr Lieben, wir waren gerade beim Frauenarzt. Und mein CTG war ganz gut. Das einzige Problem, Lia hat sich noch nicht gedreht. Lina hatte sich in der Zeit schon gedreht. Ich gebe dir das jetzt, warte. Also schauen wir nochmal bei Lina. Ich habe das ja immer hier zum. Ich vergleiche das zwar nicht, aber ich gucke immer mal wieder rein, was. Zum Beispiel bei Lina habe ich in dieser Zeit jetzt 69 Kilo gewogen. Okay. Und momentan wiege ich bei Lia jetzt 68,2. Ja, Seitenlage, Scheitenlage. Lina lag schon in der 29. Woche nach unten. Du hast, Mama hat dir da was gemacht, ne? Warum weißt du das nicht? Nein. Was willst du denn? Das. Das? Ja. Genau. Also bis jetzt habe ich wirklich nur wie viel zugenommen. Ich sehe gerade, ich habe bei Lina viel mehr zugenommen. Also bei Lina habe ich gestartet mit 62 Kilo. Und dann am Ende wog ich 67. Am Ende habe ich 2 Kilo abgenommen, voll komisch. Nee, bei Lina habe ich 5 Kilo zugenommen. Jetzt bei dir bin ich bei 4 Kilo, plus 4 Kilo.
Und die Frauenärztin meinte, 12 bis 15 ist normal. Und der Rest drüber ist ein bisschen zu hoch halt, ne? Deswegen bin ich voll zufrieden. Ich habe nur Angst, dass es ein Kaiserschnitt wird. Das will ich nämlich auf keinen Fall. Sie meinte jetzt, wenn sie sich nicht dreht und so liegt, sie liegt momentan so wie auf dem Rücken und so schief. Also sie liegt momentan so. So. Und ich bekomme das auch zu spüren, ne? Wenn sie tritt, tut schon ein bisschen weh. Genau, ich wollte euch kurz meinen Einkauf zeigen bei Rossmann. Ich habe 2 Packungen Pampers für Lina gekauft, die waren im Angebot. Für Lina müssen wir übrigens auch jetzt bald einkaufen gehen. Was musst du denn bei euch mit vom DM oder vom Rossmann? Wo ihr dachtet, das darf auf keinen Fall fehlen in der Anfangszeit. Klar, Stilleinlagen, Windeln und so, ja. Aber gab es noch irgendwas, wo ihr gedacht habt, das muss auf jeden Fall dabei sein? Meinen Koffer packe ich in 2 Wochen oder so. Ich lasse mir dann noch Zeit ein bisschen. Bei Dina war der jetzt schon gepackt in der 30. Woche. Ich bin ja jetzt in der 33. Ich wollte in der 35. Woche anfangen. Und definitiv kommen da jetzt mehr Hosen rein. Ihr könnt ja mal oben abstimmen, ob ich aufnehmen soll, was alles in meiner Kliniktasche ist. Dann nehme ich das für euch auf. So, also ich habe für Lina Feuchttücher gekauft. Ich wechsle dir immer mal Baby Dream, mal Dingens, wie heißt es? Pampers. Dann waren die im Angebot für 30 Cent. Und wenn ich für Lina welche hole, dann kosten die 1 Euro, 1,50 Euro, 2 Euro. Deswegen habe ich jetzt bei denen richtig zugeschlagen. Also ich habe alle mitgenommen, die es da gab. Das ist jetzt von Esana, Glücksgefühl mit Orangenblütenextrakt. Das riecht so gut. Das ist eine Limited Edition. 30 Cent. Ich habe, glaube ich, 12 oder 13 Stück mitgenommen. Aber Lina will halt immer Badesalz haben, ne? Deswegen. Und ich bin momentan auch so im Badefeeling. Das hatte ich bei Lina auch, dass ich fast jeden Tag gebadet habe. Genau, dann habe ich mitgenommen die hier. Die waren für 70 Cent im Angebot. Die sind von Tetesept. Das ist für 2 Vollbilder jeweils. Das riecht so nach Minze. Also total frisch. Shampoo. Ja, das habe ich mitgenommen. Das ist jetzt Nana Minze, Limette. Wie oft habe ich das mitgenommen? Das war auch dieser grüne Preisschild im Abverkauf. Also wir sind auf jeden Fall ausgestattet mit Badesalz jetzt erstmal. 4, 5 Stück habe ich da mitgenommen. Und der ist momentan krank, also der wird auf jeden Fall gleich ein Bad nehmen müssen. Und Leute, was ich euch voll empfehlen kann, wenn ihr in der Türkei seid, kauft euch das hier. Das ist wirklich ein Wundermittel, das ist wie Aspirin-Komplex. Nur finde ich die ehrlich gesagt besser. Und die sind gar nicht teuer, ich glaube 25 Tele für 10 Stück. Das sind ungefähr schon 2-3 Euro. Mitnehmen, dann tut ihr das in heißes Wasser und einmal trinken und danach geht ihr sofort schlafen. Einmal schön schwitzen und dann geht es euch viel besser am nächsten Tag. Dann habe ich für Lina dieses Shampoo mitgenommen, die Glitzerdusche. Das glitzert total schön, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, habe ich 2 mitgenommen, war im Angebot für 1,11 Euro. Das war es auch, mehr habe ich nicht gekauft. Ein Bild von Lia haben wir heute auch nicht, weil sie halt mit dem Kopf nach unten lag, ne? Man hat ihr Gesicht nicht gesehen. Aber egal, Hauptsache der Maus geht's gut. Lia wiegt übrigens momentan 2 Kilo. Noch 7 Wochen bis zur Geburt und dann mal schauen. Also noch 55 Tage. Momentan zähle ich die Tage wirklich. So, das packe ich jetzt mal weg. Willst du mal riechen? Ich weiß nicht, wie das riecht. Ich habe nur das hier mitgenommen, weil das glitzert. Mh, nach Himbeer. Lecker. Das glitzert, hast du gesehen? Guck mal so. Wow. Guck mal. Dieselbe. Hatte ich Dollarbakoi. Bei mir denke Dollarbakoi. Ach, Alette. Das sieht aus wie Eis, ne? Pack das mal kurz weg. Na, Alette. Ja, ich habe 2 Stück gekauft. Komm. Hier, Alette. Da. Ja. Was ich jetzt machen werde, ich muss jetzt die Küche aufräumen. Ich war letztens im Keller. Ich habe Linas Spucktücher und
letztes schön gefunden. Ja. Lina de Kersen. Und die muss ich jetzt auch ein, zweimal durchwaschen. Ja, dann gibt es eigentlich nichts mehr. Ich habe jetzt, ich mache gerade die Liste, was ich halt vom DM und so kaufen muss. Ich werde auf jeden Fall 3-4 Packungen Pampers kaufen, damit ich da erstmal meine Ruhe habe. Bei Lina habe ich jetzt auf jeden Fall meine Ruhe und ich wollte sie eigentlich abgewöhnen, bis Lea da ist. Aber ich will sie jetzt auch nicht stressen. Sie kommt halt ab und zu selber zu mir und sagt, Mama, tschüss. Und dann muss ich sie auf dem Klo. Dann muss sie doch nicht. Mal schauen. Ja, das war's auch. Ich räume jetzt die Küche auf. Ich nehme euch mit. Und dann geht's weiter. Girl, you should wear a name tag. Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Und mein Akku ist jetzt total leer. Ich muss das aufladen. Ja, ich habe Pakete gepackt. Ich muss nämlich ein paar Sachen morgen losschicken. Ein paar Spiele von Order, die wir verkauft haben. Dann DVDs und so. Ja. Jedenfalls habe ich 4-5 Pakete, die ich morgen losschicken muss. Order's alte Playstation-Spiele und so. Ja, wir haben geballt mit Nina. Und die Suppe hat super lecker geschmeckt. Ihr könnt halt selbst bestimmen, wie viel Minze ihr reintut. Ich habe jetzt nicht so viel reingetan. Man kann auch mehr reintun. Ich mag das nicht zu minzig. Ja, und jetzt chillen wir noch ein bisschen mit Lina. Wir haben gerade gemalt. Na, Mausi? Und dann nehmen wir euch weiter mit. Was denn? Der Papa hat Wasser. Der Papa hat Wasser reingeholt, ne? Oh, der ist auch ein bisschen krank. Habe ich auch erzählt, ne? Ich habe ihm das gegeben und er meint, dass mir geht es jetzt ein bisschen besser. Ich meine aber, wenn es dir schlecht geht, dann komm früher nach Hause, scheiß drauf. Ja. Genau. Ich würde sagen, ich melde mich entweder gleich wieder oder morgen wieder.
gucken wir mal. Hallo. Serega, was? Zeig, Lina, guck mal, du hast hier überall Joghurt. Nürnberg. Oder? Nein, Neuenburg. Wo ist das aber? Sevda. So, da geschossen. So, Moment, Leute. Wir haben gerade Essen gekauft. Nie wieder. 20 Euro in den Müll. Beim Mexikaner. Naja. Die Pommes schmecken auf jeden Fall gut. Das sind die Pommes gewesen. Und die Soße ist einfach nur Joghurt. Krass, ne? Ich dachte, das ist, keine Ahnung, Sour Cream oder so. Naja. Och, diese Bilder sieht so geil und krass aus. Ne? Du willst am liebsten alles fressen, aber so schmeckt nach Buh. Genau. Nina hat auf jeden Fall ein Paket bekommen. Ich weiß nicht von wem. Sie packt jetzt das aus. Und zwar ist das auch so schön eingepackt. Das war nämlich in der Packstation. Und wenn wir was in der Packstation haben, ist das meistens von den Zuschauern. Sollen wir aufmachen? Auf Türkisch. Sutkavlamlar. Ah, krass, Lina. Anne, da ist hier. Ja, und das sind die anderen. Also einmal das hier. Das, jetzt, das verstehen jetzt nur die Türken unter euch. Das ist dann halt klein und das ist groß. Mama, weißt du, was ich schade finde? Wir machen die ganze Arbeit, reden so viel für unsere Kanal, das Beste. Und Lina kriegt alles. Anne hat. Warte, Schatz. Was für ein logischer. Dann ist das, hier steht zum Beispiel die Hälfte und ganz. Unten und oben. Schatz, guck mal, voll geil. Das ist Dingenslernen. Zum Beispiel groß, klein. So, dann hast du hier noch ein Geschenk. Willst du das mal auspacken? Ja, aus. Auf jeden Fall war das auch dabei. Das haben wir schon gesehen. Chimo heißt das. Das muss man morgens und abends bewässern. Und dann wächst dem Haar auf dem Kopf. Süß. Genau, was für Nicht, dass wir die irgendwann zum Friseur bringen. Der so viel lange Haare. Was ist das, Lina? Das sind aber, ich glaube, das sind Lernspiele, ne? Ah, Sevdas Shop, Instagram. Okay, ich verlinke euch auf jeden Fall den Instagram-Kanal unten in der Infobox. Sehe ich gerade. Ich spreche immer nur deine Wahl schon, ne? Ich danke dir auf jeden Fall für die Spiele. Nina ist voll aufgeregt. Was ist das? Das ist auch türkisch. Ach so, das sind Karten und da steht dann der jeweilige Name drauf. Sie liebt zum Beispiel das Geschenke Baby. Aufzumachen. Genau. Zum Beispiel Baby, Kuh. 60 Karten sind da drin und auf türkisch. So, das kannst du auch aufmachen jetzt. Wir haben nur noch 0 Minuten, Nina. Schaffst du das? Soll ich dir helfen? Nein, du. Okay. Nein, ich. Nein, ich. Lecker. So, mein Speicher ist gerade leer gegangen. Warte, den noch nicht so aufmachen. Das muss man von oben aufmachen. Und das ist das letzte Spiel. Das sind so Steinchen. Und da sind dann Karten drinnen. Moment, ich mach's mal auf. Genau, das, dann ist da ein Stab drin und Karten. Da muss man das genau wie auf den Karten abgebildet positionieren. Das sind deine Stäbchen hier. Cool, Lina. Und hier kann man dann die... Das ist sehr cool. Das kann man dann direkt hier reinfüllen. Wow, sollen wir das spielen? Okay. Okay. Aber weißt du, wie das geht? Das sind echt Lernspiele. Also für die Türken unter euch, ich verlinke mal die Seite unten in der Infobox. Machen wir das. Jetzt brauchen wir erstmal das hier. Wo ist das? Da. Blaue? Das. Genau, Aferin. Dann machst du das hier dran. Ja, jetzt brauchen wir eine grüne Kugel.
Wo ist die grüne Kugel? Nein, nicht das. Das. Genau, das kannst du jetzt hier drauf machen. Und dann kommt das hier. Bunelde? Da. Nein, Butterback. So, da kommt, dann kommt ein Dreieck. Hier so ein lila Dreieck. Ach, wir sehen. Dann kommt ein gelber Viereck. Das hier, glaube ich, ne? Ach, wir sehen. Und dann kommt ein roter Dreieck. Nein, da. Genau, das ist rot, ne? Und dann kommt ein lilanes Zylinder hier. Eine Ecke. Ja. Eine Duftbürste. Ja. Bu gece akşam bu sabah gündüz. Aferin. Bu ne? Bu geniş. Da. Bu dar. Anne Ece. İki tane evet. Dayı. Balık. Değil mi bunlar balık? So, başka ne varmış? Bu ne? Bak Lina. Nein, nein, onu bırak anne. Ich mach dir das. Guck mal hier, çay. Çay ne? Sıcak. Ja, has. Bu ne? Soğuk. Ja, hot as. Aferin. Nein. Machst du das zusammen? Das musst du umdrehen, Schatz. Na, aber das musst du umdrehen. Bak. Bu ters, bu düz. Ja, Mama. Nein, das ist, was ist das? Sandalier. Bitte. Was ist das? Autobahn. Nein, das ist der Bus. Ja, Bus. Was ist das? Seetchen. Junei? Da. Çatal, kaşık. Ja. Da war der. Was ist das? Ja. Ja, ja. Das? Auto. Auto. Und das? Da. Bicyklet. Und das? Du bleibst. Havuç. Da bleibst. Und Elde. Komm, aufräumen. Und danach müssen wir da Mama machen. Ja. Ah, was ist das denn? Money. Melone, ja. So, da? Schatz, langsam, langsam. Lina, langsam annehmen. Öyle yaparsan, tamam, kaldırıyorum bunları. Dann spielen wir heute gar nicht mehr damit. Bau, bau. Ja, aber dann darfst du nicht so damit umgehen. Eine Bau.